Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris und Chaire zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War mit mir, dem Tanto, genau, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen den Black Sea DLC von diesem Spiel. Chaire, hätte ich übrigens sagen müssen, fällt mir gerade ein. Ja, im letzten Teil waren wir noch nicht ganz fertig mit allem. Ich glaube, genau, unsere super Giftmischerin, die wollte hoch Richtung Sidon. Schon mal, was die da so entdeckt auf dem Weg. Armenien in Amasia und so weiter. Okay. Da steht hier noch eine schön große Armee. Die Lykoi, also die Wölfe quasi. Okay. Phyllis, du spionierst noch hier in Palmyra. Ist die Frage, ob das so eine coole Sache ist. Du könntest mir in der Tat behilflich sein. Und zwar könntest du mir, glaube ich, sogar am behilflichsten sein, wenn du gleich ein bisschen Armeespionage betreibst. Lauf doch mal hier hoch. Ja, ein bisschen schneller, bitte. Ja, also, ich sag mal einen ganz kurzen Abriss nochmal. Es ist für mich schon ein bisschen länger her, dass ich das Pergamon-LP gespielt habe. Und jetzt musste ich mir gerade vorhin Part 13 von meinem Let's Play selbst angucken. Im Hintergrund ist übrigens gerade ein Video-Rendering fertig geworden, yeah. Genau, also, ich wollte sagen, ich muss mir dann mein eigenes Let's Play nochmal angucken. Und unser Ziel war es ja, wenn ich mich nicht irre, dass wir Pontos erobern. Und jetzt könnten wir dann danach Ankara ausschalten und ich glaube, dann wäre Armenien das nächste Opfer möglicherweise. Mit denen mache ich jetzt ausnahmsweise mal keine Verträge mehr. Und die Seleukiden werden auch langsam irgendwie wieder etwas stärker. Ist aber eigentlich ganz wünschenswert, weil das ist halt ja so mein Standardgegner. Das ist eigentlich nicht verkehrt, wenn die ein bisschen stärker werden. Okay, ich habe momentan kein Geld mehr, aber nächste Runde kriege ich ja ganz ordentlich. Ja, und dann könnte man eine Phase verstärkten Ausbaus durchaus anstreben, wo wir dann auch mal ein bisschen Gebäude errichten, die etwas mehr wirtschaftlichen Wohlstand produzieren. Unsere Agenten habe ich ansonsten hier mehr oder weniger bewegt. Kann ich hier Hatra sehen? Die haben aber irgendwas an der Stadt da gebaut, ne? Die bauen die gerade aus. Okay, dann scheinen sie ja relativ soliden Stand zu haben. Es sind aber noch im Krieg mit ganz, ganz vielen. Okay. Apropos Krieg. Die Kidri vielleicht. Du störst mich. Du beleidigst meinen Sinn für Ästhetik. Denn ich möchte eigentlich nur wenige Kriegsgegner haben. Kyrenaika, bitte. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf die Probe. Ja, ich stelle gleich deine Leute mal auf. Obwohl, ne, das ist Quatsch. Warte mal. Ah, die sind Defensivverbündete von den Nassamonen, okay. Apropos, Nassamonen, mit denen bin ich doch... Ne, mit denen bin ich nicht im Krieg, okay. Trangiana, die fehlen noch. Werde ich etwa von Fremdländern gestört? Schade, schade. Okay, gut. Also die wollen definitiv auf absehbare Zeit hier kein Friedensabkommen haben. So, eine Armee steht da. Nächste Runde werden wir, glaube ich, die Full-Stack-Armee aus Edessa Richtung Massaker hochziehen. Und dann haben wir eine gute Möglichkeit, Bithynien und Pontus so auf einen Schlag zu erledigen. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Und vielleicht, also die Überlegung, die für mich noch die ganze Zeit so im Raum steht, ist, sollten wir uns versuchen, nach Griechenland abzusetzen. Ich bin eigentlich dagegen. Natürlich wäre das schön, wenn wir Griechenland kontrollieren würden. Aber ich weiß nicht so recht. Also da kommen wir dann halt mit so vielen weiteren Fraktionen wieder in Kontakt. Ich will erstmal gerne hier alles kahl schlagen. Erigone hat sich wieder erholt. Das ist sehr erfreulich. Und da ist sie gestartet. Okay. Mission fehlgeschlagen. Ja, ist egal. Brauchen wir nicht. Erigone, du gehst hier rüber. So, und wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld in der Tasche. Und zwar nach Massaker, um genau zu sein.
Und da könnt ihr jetzt eure blutigen Füße verbinden. So, ich brauche hier einen General. Natürlich nicht von meiner Seite. Was kannst du? Öffentliche Ordnung, das ist doch ganz schön. Werd du mal zum Odysseus-Wanderer. Tja. Speer-Agemar oder pergamenische Adelskaff? Speer-Agemar. So, stehe ich mir in die Stadt rein. Du kriegst eine kleine Armee. Das ist super. Und du machst mal hier Militärspionage. Der muss relativ sicher bleiben jetzt erstmal. Antiochia ist ziemlich gut gesichert. Es ist auf jeden Fall eine Armee, die hier ausreicht, um mögliche Angriffe abzuwehren. Wir haben halt, das hier ist so ein geiler Knotenpunkt mit Tarsus und Antiochia. Jetzt müssten wir halt nur noch Tyrus, Palmyra und Dura kontrollieren. Aber ich arbeite ja passiv auf den Ruin der Ägypter hin. Ihr seht auch hier, die haben riesige Probleme mit den Nassamonen und mit Kyrenaika. Und wenn die Ägypter dann nicht mehr sind, dann können wir ja uns die ganzen Provinzen dann holen. Also das finde ich irgendwie ganz sinnvoll. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Du stellst gerade eine zweite Armee aus. Das ist schön. Du bist doch im Krieg mit den Armeniern, oder? Ja, du bist im Krieg mit den Armeniern. Gut, dann könnte das darauf hindeuten. Ja, die hat ganz gut Erfahrung, die Truppe hier, glaube ich, oder? Ist das. Standen diese Dinger hier nicht mal für Erfahrung bei den Armeen oder beim General oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, als wolle er eine Invasionsarmee vielleicht für Amazaya zusammenstellen. Das wäre doch gut, wenn sie das machen. Das könnte mir gerade gefallen. Dann stellt sich mir jetzt die Frage, will ich die Armee in Sinop hier wirklich vergiften oder will ich nicht darauf? Doch, ich will sie vergiften, ja. Versuchen wir es mal. Gut. Er kann sich gar nicht bewegen, okay. Dann sollten wir eine Armee in Nikomedia aufstellen, denn falls wir Sinope erobern, müssen wir das ja direkt garnisonieren. Und ich will da nicht meine große Armee drin stehen haben. Klisthenes sieht gut aus. Du wirst Biton wieder zu Leben erwecken. Stell dich da ruhig mal rein. Eurem Volke zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Wir nehmen drei Steinschleuderer, das reicht für den Anfang. Ich möchte die Armee gerne mit Söldnern auffüllen, aber wenn sie schon mal in der Stadt rumsteht, dann können wir eigentlich auch noch direkt ein bisschen was an Einheiten reinpacken. Das Geld hebe ich auf, weil ich darauf spekuliere, in der nächsten Runde Söldner anheuern zu müssen, um die Belagerung von Sinope schnell über die Bühne zu bringen. Deswegen wartest du noch hier. Ich habe keine Abkommen mit Pontus, ne? Die mögen mich einfach nur so, ne? Ja, genau, okay. Ja, das ist schon gut. Okay, so die Agentin Militär spioniert hier, ne? Genau, Einheiten werden rekrutiert und so weiter. Gucken wir in die nächste Runde rein, ja. Also, wie gesagt, Geld jetzt erstmal sparen. Das ist ja nicht viel. Wir brauchen gleich auch noch eine Agentenaktion nach Möglichkeit. Das sieht so aus, als wollten die Makedonen da gleich eine Flotte in Athen verheizen. Also, eine Überlegung könnte natürlich noch sein, wenn die ADA jetzt die Makedonen komplett zerkloppen, dass wir dann hingehen und... Oh, die haben ihre Armee aus Athen abgezogen. Dass wir dann vielleicht dort einfallen, aber ich würde lieber erstmal hier vor der eigenen Haustür mehr aufräumen, bevor ich das in anderen Provinzen mache. So, wir haben die Arbeitsorganisation erforscht, hervorragend. Das geht gerade weiter in der Forschung. Und ein gegnerischer General wurde befördert. Das ist nicht so schlimm.
Schauen wir erstmal. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das Einzige, was momentan nicht ganz so gut geht, ey komm, du bist mit Bithynien verbündet, das ist doch so eine Gelegenheit, die kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Kommst du im Gewaltmarsch? Shit, das langt nicht. Schade, schade, schade. Das ist okay, das braucht dir nicht leid tun, mein Freund. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das ein bisschen anders. Und zwar... Okay. Okay, okay, okay. Schade, Bithynien. Mein Herr heißt euch und euer edles Volk aufs herzlichste willkommen. Es tut mir leid. Mein ehrenhafter Meister. Der Marktplatz wird. Wir kündigen alle Verträge mit dir auf. Die würden mich immer noch mögen, aber ich krieg zumindest einen Malus von 130 drauf. Das ist okay. Das wird jetzt reichen, denke ich, damit, wenn ich jetzt Pontus den Krieg erkläre. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Ich bin die Ohren und der Mund meines Volkes. Und dass sie bei Pontus mit einsteigen. Hervorragend. Nun werdet ihr den Schmerz von Feuer und Schwert spüren. Ja, das müssen wir mal gucken. Ob wir den wirklich so spüren werden. Ja, komm, pack mir die Updates rein. Das ist egal, ich weiß, die bringen nicht so viel. Nur ein paar Prozentpunkte und bei Bogenschützen und leicht Bewaffneten ist es eigentlich relativ wurscht. Aber ich bild mir trotzdem ein, dass sie was bringen, also vor dem Hintergrund. Ne? Das Tolle ist, dass der im Gewaltmarsch unterwegs war. Das heißt, er wird nächste Runde definitiv mal nicht bis nach Massaker kommen. Aber ich komme bis nach Ankara, das ist der große Vorteil hier. Deswegen schlagen wir erstmal hier zu. Ich bin geneigt, das automatisch machen zu lassen. Die Siedlung wird belagert. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. So, und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ich will eigentlich gerne nochmal diese Armee vernichten. Er bekommt nämlich Verstärkung. Und zwar die Stadtgarnison. Er kann ja aber nicht zurück. Das ist nämlich der... Jetzt kommt der... Boah, Leute. Jetzt kommt der... Jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Und zwar... Da sind 12 Garnisonstruppen drin. Sie sind Defensivverbündete, das heißt, sie können nachher dieser Armee hier helfen. Also hier, die Adiae, das werden sie wahrscheinlich versuchen. Dann würden sie Folgendes machen. Sie würden mit dieser Armee... Ich kann jetzt leider schlechter in Bewegungsreichweite abschätzen, aber ich hoffe mal, dass sie... Sie müssen ja nur theoretisch bis hier hinlaufen, ne? Das ist halt eine ganz ordentliche Truppe, aber er hat wenig Fernkämpfer hier dabei. Also die Überlegung wäre, diese Armee von Pontus, die Lykoi zu vergiften, sie damit lahmzulegen, sodass sie eben nicht aus der Stadt rauskommen. Schön alles andere platt zu machen und danach diese Stadt zu erobern. Kann ich euch behilflich
Und wir müssten sie dann auch erobern, weil die ADI sonst in der nächsten Runde zur Verstärkung kommen könnten. Auf der anderen Seite wäre es auch eine Möglichkeit, das müsste man mal ausprobieren, ob das geht, wenn wir den Brunnen vergiften, dass wir damit die Garnisonsarmee lahmlegen. Nur die Garnisonsarmee, dass die nicht rauskommt. Und wir eine offene Feldschlacht haben gegen diese Armee hier. Gegen die wir... wir haben auch nur Bürgerkavallerie, aber gegen die wir unsere relative Kavallerieüberlegenheit ausspielen könnten. Sorry, dass es gerade ein bisschen länger dauert. Ich muss das gut durchplanen. Ich möchte nicht so gerne direkt den Stadtkampf gegen diese Armee hier haben. Wir entscheiden uns für die Risikovariante. Okay, das funktioniert sowieso nicht. Dann geht's jetzt rund. Geh doch dann zuerst mal hier in den normalen Wegmodus. Okay, das hat jetzt also nicht geklappt. Dann ist die Frage, ob wir Sinope jetzt schon angreifen sollen. Aber es wäre eigentlich schön, jetzt beides in einem Aufwasch zu erledigen. Also das, da machen wir auf jeden Fall mal automatisch. Gut so. Reiße ich beides ab, brauche ich nicht. Ich komme hier leider nicht bis an ihn ran. Er wird nicht zur Verstärkung kommen können, schätze ich. Oh, wow. Ja, das machen wir. Wir werten diese Einheiten nochmal auf. Schön. Jetzt haben wir nochmal eine ordentliche Waffenverbesserung dazu bekommen. Durch die Schmiede hier. Okay. Ich rechne mal, das sind 7 und 19. Ja, es sind sehr, sehr viele Regimenter. Sehr, sehr viele Regimenter. Auf der anderen Seite können wir die Armee hier, die können wir komplett vernichten. Ich erwarte eure Befehle. Ich habe auf der anderen Seite aber noch hier meinen Agenten drin. Ja, aber das ist Quark eigentlich, das will ich nicht. Ja, riskieren wir es. Okay. Ich habe so viel überlegene Fernkämpfer, dass ich mir fast überlege, das manuell zu machen. Oder was heißt fast überlege, dass ich das auf jeden Fall manuell machen werde. Denn ich glaube, dass die KI hier mehr Einheiten verlieren könnte als ich. Stellen wir die Pikiniere mal hier vorne auf. Eine Dreierreihe müsste das eigentlich abkönnen, obwohl. Dichte Formation!
Genau, formiert euch ein bisschen dichter. So. Ganz passabel. Die gehen auch direkt in die Phalanx-Formation. Bogenschützen stellen wir dahinter auf. Eine Einheit Kavallerie vielleicht an die Stelle. Die anderen Einheiten sind da irgendwie noch versteckt. Das finde ich etwas komisch. Oh, okay. Ihr schießt bitte nicht. Da hinten hin, bitte. So, die galatischen Schwerter bitte hierhin. Und die anderen Galater bitte hierhin. Jetzt habe ich noch meine Tureos-Speere. Die haben noch nichts gemacht bisher. Die bitte hierhin. Und hierhin. So, da sind sie doch. Okay, machen wir hier dicht. Ich werde die Einheiten jetzt erstmal während der Pause noch bewegen. Ihr marschiert einfach den Hügel runter. Ihr zieht euch ein bisschen zurück. So, wir schießen mit den Fernkämpfern direkt auf ihn. Und dann geben wir mal Gas. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Und raus da. Ich will das mal ganz kurz angucken, wie das jetzt hier läuft. Wie konnten der jetzt... Warum ist die Phalanx... Ah, okay, die ist so... Okay, alles klar, ich verstehe. Ja, die wird jetzt... die wird jetzt aufgehalten und jetzt drängen die Einheiten hier durch. Die KI kann das ja, ne? Okay. Dann bitte, genau, so nur einfache, keine Doppelklicks, ne, weil sonst könnte das der Phalanx nicht so gut bekommen. Nehmen wir die Tarantina vielleicht hier auf die Seite. Ich will jetzt hier Verluste gering halten, das muss ich leider jetzt ausnahmsweise mal so etwas unschön machen. Weil ich habe hier gleich noch eine große Schlacht, die da ansteht. Kannst du den nur einen Kriegsschrei verpassen? Sehr gut. Und du ziehst dich bitte hier auf der Seite vorbei. Komm, das kann doch nicht sein, dass der da die tarantinische Kavallerie abfängt. Die KI versucht es halt auch immer wieder, ne?
Versucht ihr das mal als Spieler, während euch gerade die Toreros Speere in den Rücken ballern. Habt ihr aber keinen Spaß. Die hier haben gut gelitten. Wahrscheinlich Kollateral... Nicht nur Kollateralschaden. Die werden da von der Seite auch angegriffen. Okay. Ihr seid im Nahkampfmodus. Ihr greift die mal an. Söldner Speerträger und... Den General haben wir ja eigentlich gekillt, ne? Ihr hört jetzt bitte auf. Wir brauchen da kein Autofeuer mehr. Okay. Geht. Jetzt die Bürgerkavallerie hier durch. So, bevor der mir da hinten die Kavallerie stellt, schüchtern wir noch ein paar Einheiten ein. Und benutzen unsere Sonderfertigkeiten. Die Galater haben hier, obwohl sie da doch gegen den Hügel kämpfen, ein paar ganz gute Anstürme gekriegt. Du verfolgst jetzt bitte hier die östlichen Söldner. Pontische Speerkämpfer und östliche Speerkämpfer, okay. Du gehst hier hin. Ihr hört bitte auch mit dem Autofeuer auf. Die müssen übrigens alle mit dem Autofeuer aufhören. Versucht sie doch mal im Nahkampf zu stellen. Benutzen wir den Plänkler-Modus. Da muss man übrigens immer auf die Line of Sight aufpassen. Also, wenn diese Einheiten... Ich meine zumindest, dass die Line of Sight was damit zu tun hat. Ich muss mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser machen, die ist mir etwas zu laut. Da muss man bei der Line of Sight aufpassen. Ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn mal so eine verfolgende Einheit aus der Line of Sight verschwindet, dass die Einheit dann kurzfristig aufhört zu plänkeln und dann danach meistens gestellt wird. Und das ist natürlich was, was man auf jeden Fall immer vermeiden sollte. Komm schnell vorrücken! Das sieht doch super aus. Und bitte pausieren. So, hier muss jetzt alles vernichtet werden. Kämpfe du auch mal noch kurz gegen die Truppe hier. Sieht man hier leider so wenig. Ja, das ist aber ein ganz gutes Blutbad geworden. Wir haben hier ein bisschen was verloren, aber ansonsten so gut wie keine Verluste gehabt. Darum geht es mir jetzt auch gerade. Verluste niedrig halten. So, wir schauen mal, wie sich die Einheiten hier noch zerstreuen werden. Geht mal aus der Pikenformation raus. Noch verfolgt. Unser General verfolgt noch. Und die verfolgen noch. Komm du mal her. Wen verfolgst du denn? Ja, die sind stehen geblieben aus irgendeinem Grund. Ich mach die mal auf Autofeuer, um zu gucken, ob da noch Feinde in der Range sind. Wir können doch nicht alle erwischt haben. Die Schlacht läuft ja noch.
stell die mal auf Autofall, vielleicht sehen die was. Hier muss noch irgendwo, da ist noch eine Einheit. Okay, das sind nur zwei. Aber auch hier war schon wieder recht gut zu sehen, wie extrem zäh diese pontischen Einheiten sein können. Okay, kein Autofeuer mehr. Schön, okay. 50 Mann Verluste ist, glaube ich, gut. Ich denke, das ist ein bisschen weniger, als die KI verloren hätte. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sogar die Bogenschützen haben, also für Fernkämpfe, also für Bogenschützen haben die viele Kills gemacht. Und die Galater, die haben sich ja echt durchgemetzelt. Sehr geil. Okay. Super. Dann haben wir Rang 4 erreicht. Das ist doch auch super für unseren General. Eine Armeetradition wäre noch schön gewesen. Ich nehme am liebsten den Schrecken mit dem minus 10 Moral für alle feindlichen Einheiten. Das ist einfach extrem mächtig. Ich mag den total gerne. Gerade auf dieser hohen Schwierigkeitsstufe ist es gut. So, und der hat ja jetzt halt noch seine Garnisonsarmee drin, ne? Naja, gut. Ob wir Sinopeda noch direkt erobern, das sehen wir im nächsten Teil. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, Irene Hymin.